wenn man 9 Tore schießt, ist man, glaube ich, geht man als verdienter Sieger vom Platz heute. Es hätten natürlich noch ein paar mehr sein müssen, können, dürfen, wie auch immer. Ich glaube, der Gegner war heute noch ganz gut damit bedient. Wir haben stark gespielt, wir haben gut nach vorne gespielt. Und ich glaube, uns auch das Ergebnis von letzter Woche einfach revidiert und uns rehabilitiert. Ja, das Ergebnis, wie soll ich das beurteilen? Es ist so, dass man uns heute mal gezeigt hat, wie Tempofußball geht. Eine Ex-Landessiegertruppe hat uns heute mal vorgeführt und das war eine Lehrstunde für uns. Und wir sind einfach zu emotionslos auf dem Platz und haben das Spiel verdient verloren, muss man so sagen. Ja, Pressing, ne? Das ist Forechecking, Pressing, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Wenn man dafür die Spieler hat und die nötige Grundausbildung, die man bekommen hat sozusagen, und das System alle verstanden haben und alle, egal wer auf welcher Position spielt, das auch gut umsetzen kann, dann ist man halt als Team stark. Ne? Es gibt natürlich sicherlich einige richtig starke Einzelspieler auch in der Truppe, aber wenn man als Team funktioniert und als Team das System umsetzt, dann läuft es halt und dann schießt man halt auch Tore. Ja, wir hatten uns in der Kabine vorgenommen, so lange wie möglich das 0-0 zu halten und wollten kompakt stehen. Das wurde natürlich nach 5 Minuten sofort ein Break eingehauen mit diesem Gegentor. Weil wir eben auch schon die letzten Spiele verloren hatten, ist natürlich momentan auch die Motivation in der Mannschaft nicht ganz so gut und ja, da muss man jetzt dran arbeiten. Wenn man früh in Führung geht, das war glaube ich in der 4., 5. Minute, bringt das natürlich Selbstvertrauen, Sicherheit und wenn der Ball dann weiterhin super läuft, dann ist es einfach gut für die Truppe auch, ne? Auch wenn vielleicht heute 1, 2, 3 Stammspieler gefehlt haben. Glaube ich, konnten die adäquat ersetzt werden und wir haben einfach das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ja, die Ziele sind so, dass wir natürlich versuchen wollen, die Klasse zu halten. Es wird sehr schwer, es wird eine schwere Saison aufgrund dieser vielen neuen Spieler und, dass wir vieles ändern wollen. Wir werden gucken, wo es hingeht, aber wir wollen natürlich versuchen, die Klasse zu halten. Ja, Ziele, wir wollen oben mitspielen, wir wollen Spaß haben, die Mannschaft macht Spaß, Training macht Spaß. Wie man es heute gesehen hat auf dem Platz, im Spiel macht es auch Spaß. Das steht im Vordergrund.